Hey ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute zeige ich euch die My Little Box. Sweet Oktober ist das Thema. Der Wert soll über 130 Euro sein. Und wenn ihr jetzt wissen möchtet, was da genau für Produkte drin sind und ihr auch eine komplette Box gewinnen wollt, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Ihr Lieben, ich freue mich mega, gleich hier mal reinzuschauen. Ich verlinke euch alle Details zu der My Little Box unter dem Video in der Beschreibung. Ich habe wie immer einen 5 Euro Rabattcode, der heißt Little Franca. Damit spart ihr 5 Euro auf die erste Box und dann kostet die nur noch 14,90 Euro statt 19,90 Euro. Könnt ihr jederzeit kündigen, ist ein flexibles Abo. Das heißt, ihr könnt euch diese kleine Tasche auch einmalig kaufen. Der Gesamtwert soll 130 Euro sein. Hier sind 3 Beauty-Produkte drin und 2 Accessoires. Ich zeige euch natürlich gleich ganz genau, was hier drin ist. Ich meine, das ist sogar meine private Box. Meine PR-Box ist noch gar nicht angekommen. Die werde ich dann an einen von euch verlosen. Und wenn ihr Lust dazu habt und daran teilnehmen wollt, schreibt mir einfach einen netten Kommentar mit dem Hashtag MyLittleBox oder welches Produkt euch gut gefallen hat und schon wandert ihr in den Lostopf. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr mir auch ein Däumchen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und dann starten wir jetzt direkt mit dem Unboxing. Ganz viel Spaß und los geht's. Schauen wir uns zuerst mal die Tasche an, die finde ich richtig süß. Da steht auch My Little Box drauf, kommt im schönen lila Design. Die ist richtig groß, fast so groß wie mein Kopf. Da passt eine Menge rein. Hier sind richtig viele Produkte drin. Also die kann man danach natürlich auch nochmal schön nutzen und auch wieder befüllen. Und mir kommt auch schon ein richtig angenehmer, leckerer Duft entgegen. Mal gucken, was das genau ist. Das könnt ihr nämlich hier von diesem Haarspray kommen. Und zwar ist das ein Delicate Leave-In Conditioner von der Marke Davines. Das ist, glaube ich, so eine ganz exklusive Friseurmarke. Davon hatte ich nur mal ein Shampoo, aber diesen Conditioner kenne ich noch nicht. Ich glaube, ich rieche mal hier dran, ob das das Produkt ist, was so toll duftet. Und dann sehen wir auch mal, wie die Konsistenz ist. Ja, das riecht voll angenehm. Und es kommt auch eher so wässrig raus. Ich hatte in letzter Zeit nämlich einige von solchen Sprühconditioner, die so richtig milchig sind und so ein bisschen ölig. Und das ist für meine feinen Haare immer zu viel. Das ist jetzt ein ganz leichtes Produkt. Das ist auch für jeden Haartyp geeignet. Kann ich mir jetzt auch einfach so in die Haare geben. Das beschwert dann nicht, weil es eher so dünn ist von der Konsistenz. 250 Milliliter, also eine Originalverpackung. Ich habe das gerade gegoogelt, wollte nochmal auf der Seite schauen. Das ist wirklich ein leichter Leave-In-Spray, der feine Haare entwirrt und die Kennbarkeit und das Styling verbessert. Spendet zusätzlich auch noch Feuchtigkeit und der hat einen Wert von 39,50 Euro. Das ist wirklich richtig heftig und den soll auch, meine ich, jeder bekommen. Also das finde ich wirklich richtig cool. Ich bin ja jetzt Bestandskundin, habe den bekommen und der steht auch in meinem Briefing drin, dass ihr den bekommt, weil die schreiben mir natürlich immer, wie das Angebot für Neukunden ausschaut und da habe ich gesehen, dass da auch so ein Spray drin ist. Also mega, alleine mit diesem Produkt habt ihr ja schon den Wert der Box doppelt wieder raus. Ich habe auf jeden Fall kein Conditioner-Spray mit so einem krassen Wert, so eine hochwertige Pflege, bin jetzt natürlich umso gespannter, wie das im Haar funktioniert. Das nächste Produkt ist wieder so ein Kracher und zwar von Dr. Susanne von Schmiedeberg Dermacosmetics, eine L-Carnosin Anti-Age Eye Cream. Das hört sich ja richtig interessant an und zwar soll diese Augencreme Verzuckerung der Haut reduzieren und die hauteigene Kollagenproduktion stimulieren. Die Zellerneuerung wird gefördert, Schwellungen und Fältchen reduziert, auch für sensible Haut geeignet. Und auch hier haben wir ein Full-Size-Produkt mit 15 Milliliter. Der Wert ist 49,99 Euro. Das Ganze ist parabenfrei, parfumfrei, für alle Hauttypen geeignet, auch für empfindliche. Und diese L-Carnosin-Creme wirkt eben der Faltenbildung effektiv entgegen, indem sie die Zellverzuckerung verlangsamt. Also das hört sich wirklich mega spannend an und das werde ich sehr gerne austesten, denn ihr wisst ja, ich liebe Augenpflege. Und dann hat man mal wirklich ein ganz tolles, hochwertiges Produkt, was auf einer ganz anderen Ebene wirken soll als andere Augenpflegeprodukte, die man sonst so kennt. Also mega spannend, oder? Und auch dieses Produkt soll wirklich jeder bekommen, der jetzt neu ein Abo abschließt. Und mit einem Abo meine ich halt ein flexibles Abo. Das heißt, ihr könnt das ja jederzeit kündigen. Ihr könnt euch mal eine Box kaufen. Wenn sie euch dann nicht mehr gefällt, dann pausiert ihr eben und kauft euch wieder neu eine Box. Also das ist bei My Little Box wirklich total unkompliziert.
so dass man auch einfach mal eine coole Box mitnehmen kann und dann guckt man sich das wieder mal so ein paar Monate an und dann macht man gegebenenfalls Pause. Aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, gerade die Boxen gegen Ende des Jahres lohnen sich am meisten. Also jetzt die Oktoberbox ist jetzt schon für mich ein Kracher mit diesen beiden Produkten, ne? Also da haben wir schon einen Wert von 90 Euro, das ist wirklich richtig heftig. Aber meistens ist die Dezemberbox auch richtig toll. November habe ich jetzt gerade gar nicht so auf dem Schirm, bin ich aber schon sehr gespannt. Wir machen aber erstmal weiter mit dem dritten Beauty-Produkt. Und zwar habe ich hier jetzt für mich persönlich auch nochmal ein Megakracher-Produkt, nämlich von Caudalie ein Vitamin-C-Serum. Und zwar auch in der Full-Size. Ich habe allerdings gelesen, dass ihr theoretisch auch eine Bodylotion von Caudalie drin haben könnt. Und da das jetzt meine private Box ist, habe ich vielleicht einfach Glück gehabt und habe hier wirklich eine ultra krasse Auswahl bekommen. Aber in meinem Briefing von der My Little Box stand eine Venusource Körperpflege Body Lotion, also in der Full Size. Also könnte es sein, dass ihr die bekommt, wenn ihr die Box neu abschließt. Aber ich freue mich natürlich umso mehr, dass ich hier als langjährige Bestandskundin ein Vitamin C Serum erhalten habe von Caudalie. Das ist natürlich wirklich richtig heftig, denn das hatte ich schon mal und das hat mir mega gut gefallen. Also das war wirklich richtig, richtig schön von der Konsistenz, ja. Und das ist ein Full-Size-Produkt, kommt in einer Glasflasche, das ist super hochwertig. Also wenn ihr die Box auch schon länger im Abo habt, kann es natürlich auch sein, dass ihr das auch erhaltet. Also ich finde es mega, dass diesen Monat wahrscheinlich sogar Bestandskunden ein etwas hochwertigeres Produkt bekommen als Neukunden. Wobei die Body Lotion auch sehr schön ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Vitamin C Serum vom Preis ein bisschen höherwertig ist. Freut mich persönlich sehr. Also ich bin ja seit über 5 Jahren Kundin und zahle dann jeden Monat die 20 Euro. Ich meine, früher war der Preis auch mal ein bisschen geringer. Insofern finde ich es mega schön, dass sie auch mal an die Bestandskunden denken und dass man da so ein schönes Produkt bekommt. Also ich habe gerade mal geschaut, diese Vinotherapist Body Lotion von Caudalie hat auch einen Wert von knapp 30 Euro. Also wenn ihr die drin habt, könnt ihr euch auf jeden Fall auch freuen. Ist auch ein sehr hochwertiges Produkt. Aber das Vitamin C Serum hat tatsächlich einen Wert von 45 Euro. Also das ist wirklich hart. Da habe ich tatsächlich mal als Bestandskundin ein etwas höherwertiges Produkt. Eventuell liegt es aber auch an meinem Lesextra, weil ich zahle noch ein kleines bisschen mehr. Das konnte man früher mal abschließen. Ich glaube, ich zahle 22,95 oder 25, ich weiß es nicht genau. Und dann bekommt man ab und zu ein extra Produkt. Vielleicht liegt das jetzt auch daran bei mir. Auf jeden Fall bekommt ihr, wenn ihr 9 Abo abschließt, diese Augenpflege, diesen Spray und ein Produkt von Caudalie. Höchstwahrscheinlich wird es die Bodylotion sein. Die hat einen Wert von 30 Euro. Und damit habt ihr anhand der Beauty-Produkte schon einen Wert von 120 Euro. Und die Gesamtbox soll einen Wert von 130 haben. Das ist wirklich richtig, richtig lohnenswert. Und wenn ihr schon lange Zeit Abonnent wart, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch dieses Vitamin-C-Serum bekommen habt. Also ich freue mich mega darüber. Wenn mein anderes Vitamin-C-Serum leer ist, werde ich direkt damit weitermachen, weil das hat mir super gut gefallen und ich habe das bereits auch schon einmal aufgebraucht. Und jetzt machen wir weiter mit den Accessoires. Und zwar habe ich da 3 Stück anscheinend drin. Okay. Ach, ich glaube, die Spange vom letzten Monat sollte ja noch nachgeliefert werden. Und ich persönlich hätte jetzt auch diese Pouch als Accessoire gelten lassen, weil in der Regel ist es bei My Little Box so, man bekommt 3 Beauty-Produkte und 2 Accessoires. Aber da letzten Monat eben eine Haarspange gefehlt hat, die hing noch irgendwie beim Zoll fest, soll die wohl diesen Monat drin sein. Und die wird wahrscheinlich in dieser Umverpackung sein, da die vom Farbschema jetzt gar nicht zur Box passt. Alle boxrelevanten Accessoires sind passend zum Design. Da geben die sich ja immer total viel Mühe, dass alles zusammenpasst, ne? Seht ihr so vom Farbmuster her. Und das war das Design von der letzten Box. Deswegen packe ich das mal zuerst aus. Oh, die sieht aber schön aus. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr die als Neukunde bekommt. Da ist es ja eigentlich irrelevant, ne? Also wenn ihr 9 Abo abschließt, dann braucht ihr ja nicht ein Produkt, was letzten Monat fehlte quasi, weil dann habt ihr das ja gar nicht gehabt, ne? Also ich nehme mal an, dass das einfach bestehende Abonnenten dann bekommen. So schaut diese Haarspange aus. Die hatte gefehlt. Und jetzt haben sie die nachgeliefert. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich schön. Die sieht sehr elegant aus, ne? Muss ich mal gucken, wie ich die genau verwende. Wahrscheinlich einfach in so einen Zopf rein, ne? Oder mit so ein paar Härchen. Da muss ich mir ganz genau ein Styling überlegen. Ich bin jetzt nicht die Mega-Styling-Queen, deswegen lasse ich das jetzt mal. Aber ihr habt sie ja gesehen, wenn ihr ein Abo bei der My Little Box habt und ihr habt das laufen lassen, dann werdet ihr die jetzt auch nachgeliefert bekommen haben. Und jetzt zeige ich euch die beiden Accessoires, die zu der Box gehören. Also vom Design her
Mega süß gemacht. Einmal Traumton unterwegs. Ein zweiseitiger Make-up-Pinsel soll hier drin sein. Ups, in 10 Minuten musst du wirklich los. Zeit für deine neue zweiseitigen Make-up-Brush. Trage für einen himmlischen Ton Concealer auf und klopfe ihn ein, und so weiter und so fort. Ist immer mit ganz lieben Sprüchen versehen. So schaut der Pinsel aus. Hat man auf der einen Seite so einen Schwammapplikator. Damit kann man natürlich super Concealer auftragen. Und auf der anderen Seite hat man einen kleinen Pinsel, der ist ehrlich gesagt sehr weich gebunden. Mit solchen lose gebundenen Pinseln würde ich persönlich nur Produkte verwenden, die nicht so krass pigmentiert sind, weil ansonsten kann es fleckig werden. Also ich würde da irgendein loses Puder zum Beispiel nehmen, am Handrücken so ein bisschen abtupfen und dann kann man so grobflächig drüber gehen, zum Beispiel mit Bronzer, der nicht so krass pigmentiert ist, ne? Da könnt ihr so ein ganz softes Ergebnis bekommen. Oder auch mit losem Puder könnt ihr das einfach so auftupfen. Das ist wahrscheinlich auch kein Problem. Aber diesen Schwammapplikator, den finde ich echt süß. Ich glaube, den kann man bestimmt auch feucht machen. Ja, ich werde das einfach mal ausprobieren. Ansonsten kann man damit auch einfach gut Concealer auftragen und so ein bisschen einarbeiten. Dann noch mit ein bisschen Puder drüber gehen und dann hat man einfach so ein 2-in-1-Produkt. Ja, ich werde das gerne mal ausprobieren. Finde ich ganz süß. Und als zweites Accessoire haben wir wohl Haarklipse. Und zwar ein Clip rechts, einer links und voilà, sind die Haare aus dem Gesicht. Und zwar stylisch. Zeit für deine liebste Make-up-Routine. Und wenn du fertig gestylt die Clips wieder rausnimmst, haben sie absolut keine Spuren in deinen Haaren hinterlassen. Perfekt und ready to go. Ah, dann sind das solche speziellen Clips, die eben keinen Knick in den Haaren hinterlassen. Und das finde ich natürlich super. Guck mal, da sind direkt 4 Stück mit dabei. Die sind so leicht lila, ein bisschen marmoriert. Kann man sich so einklipsen und dann hat man hinterher keinen Knick in den Haaren und kann sich dann schön stylen und schminken. Und wenn man die dann rausnimmt, soll man wohl keinen Knick in den Haaren haben. Und den habe ich auch nicht. Also das finde ich sehr, sehr gut. Sowas kann ich optimal gebrauchen. Ich denke mal, ihr auch, wenn ihr euch schminkt, ist das wirklich unverzichtbar. Und dann hat man auch nicht das Problem, dass man irgendwo eine Delle dann in den Haaren hat, wie wenn man sich zum Beispiel in Haarreifen reinsteckt. Das habe ich früher immer gemacht. Und dann hatte ich immer so einen Knick hier oben an den Haaren. Und das musste ich erst dann umständlich rausföhnen. Insofern, das ist dann schon angenehmer und einfacher, gerade für das Haarstyling hinterher. Also die finde ich ehrlich gesagt richtig gut. Pinsel ist so eine Sache. Ich habe halt sehr viele Pinsel. Ich finde, das ist eine süße Idee. Hätte für mich jetzt so nicht gebraucht, aber will mich nicht beklagen, denn die Beauty-Produkte gefallen mir total gut. Insofern freue ich mich mega über diese Box. Also ich glaube, das ist mit einer der besten Boxen in der letzten Zeit. Da sind richtig schöne, hochwertige Produkte drin. Über dieses Spray freue ich mich mega, weil ich sowas genau perfekt gebrauchen kann für feine Haare, nicht so beschwerend, einfach, dass man die gut durchkämmen kann, dass das Feuchtigkeit spendet. Das ist genau das Richtige für mich von der Marke Davines. Dann haben wir von Dr. Susanne von Schmiedeberg diese L-Carnosin Augencreme drin, die gegen die Verzuckerung ist und dass das eben die hauteigene Kollagenproduktion noch anregt, finde ich auch mega spannend. Und zu guter Letzt auch noch das Caudalie-Produkt. Ich habe jetzt das Vitamin C Serum. Wie gesagt, wenn ihr euch die Box neu bestellt, werdet ihr höchstwahrscheinlich eine Bodylotion bekommen, die aber auch einen Wert von 30 Euro hat. Und somit hat die gesamte Box einen Wert von 130 Euro. Das ist natürlich mega. Meine persönliche hat sogar einen höheren Wert. Aber wie gesagt, ich zahle auch einen Extrapreis für dieses Lesextra. Und ich glaube, das kann man aktuell gar nicht zusätzlich abschließen. Das gab es mal eine Zeit lang. Das läuft auch noch so. Aber da bekommt man ab und zu mal ein bisschen mehr und ab und zu mal nicht. Also insofern, ihr braucht das nicht unbedingt. Ihr könnt einfach ein neues Abo ganz normal, regulär abschließen. Zahlt nur 14,90 € mit meinem Rabattcode und bekommt auf jeden Fall dann 3 schöne Beauty-Produkte und 2 Accessoires. Die bekommt jeder gleich. Also da wisst ihr schon mal, dass ihr das bekommt. Und natürlich auch die Tasche. Und auch den Spray und die Augenpflege wird gleich sein, nur das Caudalie-Produkt wird sich wahrscheinlich unterscheiden. Also insofern eine richtig tolle Box. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, welches Produkt euch am besten gefallen hat. Dann wandert ihr direkt in den Lostopf und könnt eine Box gewinnen. Allerdings könnt ihr meine PR-Box gewinnen und da wird wahrscheinlich die Bodylotion drin sein. Nur, dass ihr Bescheid wisst, die habe ich nämlich noch nicht da. Diesen Monat ist meine eigene Box wieder was früher gekommen, wie das häufig so der Fall ist. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Schaut in die Infobox für alle Details. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag
Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Ich werde euch bestimmt auch den My Little Box Adventskalender zeigen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert schon mal gerne meinen Kanal. Das geht hier. Ansonsten verlinke ich euch hier meine Adventskalender-Playlist. Und dann wünsche ich euch jetzt noch was und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.